Moin moin und hallo, ein herzliches Willkommen. Schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast, denn heute werden wir wieder ein Spiel in die große Spielebibliothek von A bis Z hinzufügen und die ersten 30 Minuten anspielen. Und welches es ist, siehst du gleich, direkt nach dem Cold Opener. So, heute möchte ich Operation Flashpoint Dragon Rising für die Xbox 360 auf der Xbox Series X anzocken und mal mit dir reinschnuppern, mal gucken, was es ist. Und ja, schauen wir mal. So. Wir starten natürlich eine Kampagne. Eine neue Kampagne starten wir. Auf normal, würde ich sagen. Neuen Spielstand anlegen. Und es geht los. Saber, hier ist Saber 2. Wir sind am Boden und sichern jetzt den Landepunkt. Bitte komm, over. Saber 2, hier ist Saber. Verstanden. Die Flotte ist unterwegs und befindet sich demnächst in Reichweite des feindlichen Frühwarnsystems. Sie müssen das Frühwarnsystem so schnell wie möglich ausschalten. Die Flotte ist demnächst in Reichweite einer Sunburn-Raketenstellung. Ein Ausweichmanöver kommt nicht in Frage. Die Landung auf Skira muss morgen stattfinden. Verstanden? Over.
Saber, hier ist Saber 2. Alles verstanden. Wir sind unterwegs. Out. Bewegungsstörung einfach. Halten Sie die Sprinttaste gedrückt, um sich schneller zu bewegen. Wenn Sie diese Funktion über einen längeren Zeitraum verwenden, ermüdet Ihre Spielfigur mit LB. Okay. Okay. Suchen Sie zwischen Feuergefechten immer nach Munition. Sie finden Munition und Waffen in Munitionskisten und an den Körpern gefallener Soldaten. Nähern Sie sich Munitionskisten oder gefallenen Soldaten und drücken Sie die Interaktionstaste, um diese zu durchsuchen. Okay. Das Zielobjekt ist eine Radaranlage. Machen wir das mal. Was haben wir denn? Wir müssen sie ausschalten, bevor die Flotte auf ihrem Schirm erscheint. Seid konzentriert, achtet auf euren Abstand und behaltet euren Bereich im Auge. Machen wir uns auf den Weg. Okay. Haben wir alles eingesammelt. Was haben wir denn alles für Marksman? Oh, die ist gut. Die nehmen wir. Dann laufen wir zum nächsten Ziel. Punkt. Okay, was haben wir hier? Ein paar Mauern. Eine Hütte. Halten Sie die Taste für den Befehlskreis gedrückt, um Ihre Truppen Befehle zu erteilen. Befehlen Sie Ihrem Trupp über den Befehl, bewegen, sich zur nahegelegenen Deckung zu begeben. Okay, Saber 2 ist Saber. In Verteidigungsstellung bleiben, bis Saber 1 und 3 abgesetzt wurden. Verstanden? Over. Saber, hier ist Saber 2. Okay. Verstanden. Wir halten den Landepunkt, bis wir den Befehl zum Vorrücken erhalten. Over. Vorrücken. Koordinatenpunkt 2. Unterdrückungsfeuer. Mit Unterdrückungsfeuer können Sie den Gegner festnageln, um sich ihm zu nähern. Erteilen Sie jetzt den Befehl Unterdrückungsfeuer, indem Sie auf die Feinde zielen und über den Befehlskreis Feuer, Unterdrückungsfeuer auswählen. Okay. 1. Oscar. X-Ray. Oh. Feindkontakt. Gewehrschütze. 200 Meter. Südwestlich. Oh, verflucht. Unterdrückungsfeuer. Positiv. Ist da noch einer? Ah, da ist noch irgendwo einer, laut Radar. Da ist er. Laden ab! Neu formieren. Achten Sie darauf, dass Sie nie von Ihrem Trupp getrennt werden. Setzen Sie bei jedem Kampf den gesamten Trupp ein, um keine zahlenmäßige Unterlegenheit zu riskieren. Erteilen Sie jetzt über den Befehlskreis mir folgen, damit sich Ihr Trupp erkennen. Saber 2, hier ist Saber. Saber 1 und 3 sind gelandet. Rücken Sie auf das erste Zielobjekt vor. Aber der ist doch noch da. Saber out. Okay, das war hinlegen. Wo ist er denn? Irgendwo ist er da noch. Da leuchtet noch ein Feind auf. Siehste? Lade nach! Lade nach! Vorrücken! Koordinatenpunkt 2, 1, Oscar, X-Ray, 7, Yankee, 3. Okay. Sieht gut aus. Scheint der Feind ist erledigt. Okay. Mir folgen. Positiv. Dann rücken wir mal vor. Radar zerstören, okay. Okay.
Halten Sie die Nachladetaste gedrückt, um aus den verfügbaren Munitionstypen für Ihre aktuelle Waffe auszuwählen. Halten Sie die Nachladetaste jetzt gedrückt, um einen Aufbaugranatenwerfer auszuwählen. Okay. Muss ich aber eine andere Waffe nehmen, ne? Ja. Okay, haben wir. Oh, Munitionskisten. Lade nach! Saber, hier ist Saber 2. Wir haben die Radarstation gesichert. Out. Saber 2, hier ist Saber. Verstanden. Müsste erledigt sein. Okay. Vorrücken! Warte. Mir folgen. Wir folgen. Positiv. Okay, Sie können auf das Ausrüstungsmenü zugreifen, indem Sie die Ausrüstungstaste gedrückt halten. Halten Sie die Ausrüstungstaste gedrückt, um auf dem Ausrüstungsmenü Sprengladung auszuwählen. Sie platzieren die Sprengladung über die Primärfeuertaste. Begeben Sie sich anschließend in sichere Entfernung. Okay. C4. Sprengladungen bereit. Raus hier. Und go. Weg hier, weg hier, weg hier. Alle da? Saber, hier ist Saber 2. Sehr schön. Ziel ausgeschaltet. Bitte komm, over. Saber 2, hier ist Saber. Ausgezeichnet. Halten Sie die Position und beobachten Sie das Dorf. Out. So, erstmal. Saber 2, hier ist Saber. Die Flotte ist jetzt in Reichweite. Ihre Hauptgeschütze stehen zu ihrer Unterstützung bereit. Over. Saber, hier ist Saber 2. Verstanden. Anforderung folgt. Out. Oh, Luftunterstützung anfordern, indem Sie in Richtung des Ziels blicken, die Feuerunterstützungstaste drücken und im entsprechenden Befehlskreis Munition und Verteilung auswählen. Okay, machen wir das mal. Artillerie, Haubitze, hochexplosiv, in Bereitschaft. Verteilt. Und Wirkungsfall. Feuerunterstützung. Koordinatenpunkt 2, 1. Oscar, X-Ray, 8. Yankee, 7. Feuerunterstützung ausgeführt. Saber, hier ist Saber 2. Ziele getroffen. Out. Saber 2, hier ist Saber. Helfen Sie bei der Eroberung des Dorfs. Begeben Sie sich anschließend zum Landepunkt nördlich Ihrer Position. Trident steht zu Ihrer Evakuierung bereit. Over. Komm schon. Den kriegen wir noch. Nachladen. Können wir hier auch noch? Artillerie? Nein, schade. So, wer lebt hier noch? Wo seid ihr? Irgendwo seid ihr doch noch hier. Da ist noch einer. Gibt's doch nicht. Boah, den Fahrer.
Wo ist die andere Waffe? Da. Munitionstyp. Komm schon. Lade nach! Wo ist der Jeep? Sie nicht. Der muss da sein. Gucken, was ist mit Befehle, Feuer, Unterdrückungsfeuer. Positiv. Gucken wir mal, ob wir die kriegen. Müssen hier irgendwo sein. Oh! Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Wir sollen aber dahin. Na gut. Mir folgen! Positiv! Ich sehe da aber keinen. Ziel! Unterstützungsschütze! Wurde eliminiert! Sehr gut. Aber dafür gibt's noch keinen Orden. Wir müssen erstmal das ganze Dorf hier befreien. So, wir sind schon ein Stück näher. Vorrücken, Koordinatenpunkt 2, 1, Oscar, X-Ray, 7, Yankee, 6. Bin unterwegs. Oh, alle tot. Mir folgen. Dann können wir das Dorf einnehmen. Endlich. Mal nachladen. Wer weiß, wer weiß. Unterstützungsschütze 200 Meter östlich. Oh. Oh, oh. Okay, wenn ein Mitglied ihres Trupps Blut verliert, wird die Truppstatusanzeige oben links am Bildschirm orange angezeigt. Um den Blutverlust des Truppenmitglieds zu stoppen, wählen Sie das Verbandsmaterial aus. Gehen Sie in die Nähe des Verwundeten und halten Sie die Feuertaste gedrückt, bis die Anzeige auf dem Bildschirm voll ausgefüllt ist. Machen wir. Ich bin getroffen! Verwendung der Karte. Die Karte ist ein wichtiges Werkzeug zur Orientierung und Lokalisierung befreundeter und feindlicher Einheiten. Versuchen Sie jetzt die Karte zu verwenden, um Ihr nächstes Ziel zu finden. Machen wir gleich. Erstmal machen wir hier Verbandsmaterial. Bleib mal stehen, Kollege.
Und fertig. So, dann nehmen wir unsere Waffe wieder und plündern mal die beiden Guten. Was haben wir hier? Munition nehmen wir mit, Ausrüstung nehmen wir mit. Können wir die mitnehmen? Ja, oder verlieren wir den Marksman? Ein fettes Ding, aber ich brauche meine Marksman. So. Die Karte sollten wir aufrufen. So, hier sind freundliche Einheiten. Okay, und hier ist unser nächstes Ziel. Okay. Alles klar, dann folgen. Wir folgen. Positiv. Landepunkt sichern und Bodenluftraketen zerstören. Alles klar. Warte mal, irgendeiner ist noch orange hier. Ey. Bleib mal stehen, du Lump. Ey, was ist los? Warte mal, dann machen wir das anders. Vorrücken, Koordinatenpunkt 2, 1. Vorrücken, Koordinatenpunkt 2, 1. Oscar, X-Ray, 8. Yankee, 7. Ich kann ihn nicht heilen, wenn er nicht stehen bleibt. Er will gar nicht geheilt werden. Okay. Wir folgen. Dann. Positiv. Wunde versorgt. Okay, ist so gut. Gehen wir mal zum nächsten Abschnitt. Nachladen, ist alles soweit okay? Das Herz schlägt, der ist ein wenig erschöpft. Also meine Leute. Alles klar. War hier noch Munition? Einmal noch schnuppern. Nein. Gut, dann können wir weiter. Den Landepunkt müssen wir sichern. Bis jetzt keine feindlichen Einheiten zu sehen. Saber 2, hier ist Saber. Trident meldet mehrere leichte Fahrzeuge auf der Nachschubroute aus nördlicher Richtung. Sie müssen den Landepunkt sichern, damit Trident sie evakuieren kann. Verstanden? Over. Saber, hier ist Saber 2. Alles verstanden. Wir greifen an. Out. Okay, mit Hilfe des Befehlskreises können Sie über die Karte Befehle erteilen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Trupp auch dann Befehle zu erteilen, wenn Sie keinen Sichtkontakt zu ihm haben. Versuchen Sie jetzt, Befehl über die Karte zu erteilen. Okay. Befehle. Taktisch? Nein. Befehle, Verteidigung,
Verteidigen. Koordinatenpunkt 2, 1. Oscar, X-Ray, 8. Yankee, 2. Positiv. Gewehrschütze, 100. Vorrücken, Koordinatenpunkt, 2, 1, Oscar, X-Ray, 8, Yankee, 2. Bin unterwegs. Feindkontakt, Gewehrschütze, 100 Meter, nördlich. Feindkontakt, Gewehrschütze, 100 Meter, nördlich. Ja. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Ziel, Gewehrschütze, wurde eliminiert. Nicht mehr viele, 2 Stück noch. Wo sind sie? Saber, hier ist Saber 2. Einer der noch. Landepunkt ist gesichert. Geben Sie Trident das Okay zur Landung. Over. Unterdrückungsfeuer. Positiv. Da liegt er noch. Ziel, Gewehr. Jawohl. Wurde eliminiert. Mir folgen. Mega geil, mega geil. Okay. Saber, hier ist Saber 2. Fliegen zurück zur Basis. Saber 2 out. Saber 2, hier ist Saber. Capone übermittelt seine Glückwünsche für die gelungene Aktion. Der Angriff auf Skira kann morgen bei Tagesanbruch beginnen. Ruhen Sie sich aus. In den nächsten Tagen können Sie wenig Gelegenheit dazu haben. Saber out. Unglaublich! Aber wir haben die Luftbodenraketen natürlich nicht zerstört. Naja, man kann ja nicht alles haben. Hauptsache, wir sind erstmal heile rausgekommen. Okay, Kampagne fortsetzen. Sunburn-Stellung zerstören. Okay, Mission starten, wir sind bereit. Wir haben ja ein bisschen gelernt. Kein Rambo spielen, ein bisschen vorsichtig sein. Und dann klappt's auch. Saber, hier ist Saber 2. Wir befinden uns in der Landezone und sind unterwegs zur ersten Markierung. Bitte kommen. Saber 2, hier ist Saber. Verstanden. Rücken Sie ins Landesinnere vor und vermeiden Sie Feindkontakt. Ihre Zielobjekte sind Küstenstellungen der VBA. Verstanden? Over. Saber, hier ist Saber 2. Verstanden. Over. Saber 2, hier ist Saber. Laut UAV befindet sich Ihr Hauptziel etwa einen halben Kilometer östlich von Ihnen, in Nähe des VBA-Feldlagers. Das Zielobjekt muss ausgeschaltet werden, bevor die Flotte in Reichweite der Sunburn-Raketen gerät. Capone Actual wartet auf Ergebnisse. Saber out. Saber, hier ist Saber 2. Alles verstanden. Wir sind unterwegs. Out. Saber 2, hier ist Saber. Achtung, ein VBA-Konvoi rückt in Ihr Einsatzgebiet vor. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt. Saber out. Gut, dann wollen wir mal los. Mir folgen. Fahrzeuglärm. Hört sich nach einem Konvoi an.
Aber da wollen wir uns ja erstmal nicht einmischen. Wir sollen ja keinen Terz machen. So. In Position. Feinde gesichtet. Bis jetzt hat uns noch keiner entdeckt. Das ist doch gut. Aber da kommen sie auch schon. Oder da fahren sie schon. Jeep, 200 Meter südlich. Jeep, 200 Meter südlich. Saber 2, hier ist Saber. Saber 1 begibt sich in Position für Flankenangriff. Saber, hier ist Saber 2, verstanden. Begeben uns in Beobachtungsposition. Saber 2 out. Okay, Marines, geben wir unser Bestes. Colonel Masters beobachtet diese Mission. Die Flotte ist unterwegs. Das bedeutet, wir haben nur wenig Zeit, die Anti-Schiffsraketen der VBA auszuschalten. Danach rücken wir ins Landesinnere vor, erledigen das Radarsystem ihrer Boden-Luft-Raketenstellungen und machen so den Weg frei für unsere Cobras. Alles klar, also los. Sie suchen nach uns. Feindkontakt, Gewehrschütze. Transporthubschrauber, 200 Meter südöstlich. Wir haben sie verloren! Sie suchen nach uns. Feindkontakt! Gewehrschütze! 200 Meter nördlich! Dass wir hier sind. Aber ob wir diesen Kampf siegreich beenden können, das steht in den Sternen. Denn leider sind die 30 Minuten vorbei. Ich wollte euch aber auch nur einen kleinen Einblick geben über dieses Spiel, was es kann, was es zu bieten hat. Und jetzt nicht unbedingt Skill zeigen. Aber ihr konntet wenigstens sehen, und selber eure Meinung bilden, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Wenn ja, würde mich das freuen, dass ihr das zockt. Klar, warum nicht? Und freuen würde mich auch, wenn ihr ein Abo da lasst, ein Like da lasst und mir auf Twitch folgt, denn die Spielebibliothek wird noch sehr, sehr groß werden. Im Moment sind es über 500 verschiedene Titel für die Xbox und es sollen noch viele, viele mehr werden, dank und eurer Unterstützung. Und ich hoffe, ihr seid, ja, dann auch wieder bei dabei. Mann, ich habe heute einen Zungenhaspler. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.